Hallo meine Lieben, wir sind ja immer wieder fasziniert von Aufnahmen und Videos aus den Archiven der NASA und heute stelle ich euch drei neue Videos und Fotos vor. Ein ganz besonderes davon zeigt, wie zwei Objekte die Erde verlassen und man fragt sich, sind das außerirdische Raumschiffe oder uns nicht bekannte interplanetare Raketen? Ein anderes Video wiederum soll uns neue Aufnahmen des Black Knight Satelliten zeigen. Und ein altes Foto der Apollo-Mission zeigt nochmal ein wirklich sehr außergewöhnliches Gebilde. Ich habe euch das Foto noch ein bisschen verbessert. Es stammt aus einer ganzen Bilderserie. Auf den anderen Fotos ist nicht zu sehen, weil es die NASA bzw. die NASA-Piloten mit einer ganz besonderen Methode retuschiert haben. Ihr werdet wirklich staunen. Also lasst uns loslegen und wir sehen uns wie immer nach dem Intro. Ja, auch ohne Bildverbesserung sieht man schon dieses Objekt hier aus dem ja relativ alten NASA-Foto. Es stammt aus dem 70mm Hasselblatt-Bildkatalog der Apollo 7-Mission. Wie schon erwähnt, stammt es aus einer ganzen Bilderserie und es hat diesen typischen Lila-Stich der damaligen Hasselblatt-Kameras. Ich habe euch das ein wenig rausgefiltert und verbessert. Und da erkennt man auch schon sehr viel mehr. Ein Objekt, das nicht so wirklich ins Bild passen möchte. Jetzt werde ich wieder ganz viele Stimmen hören. Das ist ein Wassertropfen oder ein Eiskristall. Aber das ist unwahrscheinlich. Bei dem verbesserten Bild sieht man sehr genau, dass es ja, dass diese Spiegelung eine ganz andere Farbe hat. Es geht mehr ins Hellblaue, fast ins Weiße und gibt nicht wirklich die Farben der Erde wieder. Zumal ist es auch nicht oval-rundlich, wie man es von einer Spiegelung erwarten würde, sondern relativ gezackt. Und man fragt sich, ob es ein Antrieb sein könnte, dieser ja recht selten beobachteten Form. Jetzt müsste man annehmen, dass das Objekt auch auf den Folgebildern, ich habe euch ja gesagt, es stammt aus einer ganzen Bilderserie, dass man es auf den Folgebildern an einer anderen Position entdecken könnte. Können wir aber nicht. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Denn die NASA-Piloten haben anscheinend eine hochtechnische Retuschierungsmethode angewendet. Wie wir auf den Folgebildern sehen, haben sie einen Klebestreifen über das Bullauge der Raumfähre geklebt. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Eine ja recht einfache, aber dennoch effektive Methode, um eventuell den Weg des UFOs, des unbekannten Objekts, zu verschleiern. Und so können wir auch nur weiter rätseln, um was es sich dabei handelt. Ich halte es weder für einen Eiskristall oder für einen Wassertropfen aus den genannten Gründen. Es spiegelt erstens eine andere Farbe der Erde wider. Es ist viel heller, es ist blauer, ins Hellblaue geht es rein. Und es ist zu gezackt, um jetzt eine typische ovale Spiegelung eines Wassertropfens zu sein. Wenn ihr da anderer Meinung seid, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ein ganz anderes, aktuelleres Video soll uns neue Aufnahmen vom berühmt-berüchtigten Black Knight-Satelliten liefern. Ihr werdet ihn kennen. Es wird angenommen, dass es einen außerirdischen Satelliten, der eben als Schwarzer Ritter bezeichnet wird, als Black Knight, der seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden im Orbit der Erde seine Bahn zieht und uns Menschheit beobachtet, Aufzeichnungen der menschlichen Historie vollführt. Und dieses Video soll uns halt neue Aufnahmen
des Black Knight-Satelliten liefern. Es taucht relativ plötzlich auf, hält sich dann ein paar Frames lang. Ich für meinen Teil bin davon aber nicht hundertprozentig überzeugt, ganz im Gegenteil. Denn auf diesen Bildern sieht man halt diese typische Spiegelung, auch wenn es nicht oval ist, sondern auch gezackter. Ich tippe da auf einen Eispartikel, der sich auf die Scheibe des Raumfahrzeugs festgesetzt hat. Auch wenn die Kollegen vom großen YouTube-Kanal Third Face of the Moon dies als eindeutigen Beweis für den Black Knight ansehen, da bin ich dann doch ganz anderer Meinung. Da ist nämlich dieses Video hier schon sehr viel interessanter. Auch dieses stammt aus dem Live-Feed der ISS, der Internationalen Raumstation, und wurde schon am 13. Mai 2018 veröffentlicht, hatte bis dato aber ja sehr wenig Aufmerksamkeit erfahren, schießt jetzt aber in den sozialen Medien wieder hoch. Die letzten Tage hatte es ja ungefähr 20.000 Aufrufe, jetzt liegt es beim Zehnfachen bei 200.000 Aufrufe. Und das auch nicht unberechtigt, denn es zeigt schon wirklich zwei seltsame Anomalien. Irgendetwas, das von der Erde aus in den Weltraum geschossen wurde, oder halt etwas, was die Erde ganz bewusst verlässt. Das Video selbst stammt vom YouTube-Kanal Conspiracy Depot und wie gesagt, das Video ist bereits 4 Jahre alt, macht jetzt die Runde in den sozialen Netzwerken. Und wir erfahren auch ein wenig von dem Uploader, wie er denn überhaupt an diese Aufnahme gelangt ist. Wie gesagt, es stammt von einem ISS Live-Feed und diesen hat er ja rund 25 Minuten betrachtet und diesen dann von 13.30 Uhr bis 13.55 Uhr, so schreibt er, aufgezeichnet. Zuerst fiel ihm gar nichts auf, aber als er es dann überprüfte, bemerkte er halt diese zwei Anomalien, die von der Erde raus in den Weltraum schießen. Und da sprangen natürlich die Gedanken an. Ist es eine unbekannte Raketentechnologie, eine interplanetare Rakete, oder sind es halt wirklich zwei Objekte, zwei außerirdische Objekte, die Erde verlassen? Und dass er das überhaupt bemerkte, ist wirklich nur ein Zufall. Er hatte einen kurzen Lichtblitz gesehen, eigentlich nichts Ungewöhnliches bei den ganzen Eispartikeln, die da halt durch den Weltraum schweben. Doch als er sich das Video dann in Zeitlupe ansah, hat er dann nicht nur diese zwei Objekte entdeckt, sondern auch ein anderes, was völlig anders ist. Aber bleiben wir erstmal bei den ersten Objekten. Sie bewegen sich dermaßen schnell und erscheinen auf der Aufnahme um 13.36 Uhr herum. Wenn man dem Bild auch nochmal ein bisschen Kontrast hinzufügt, dann erkennt man ganz genau, dass sie ja irgendwie von der Erde durch den Erdorbit rein ins tiefe schwarze All fliegen. Eine wirklich faszinierende Aufnahme, wo man sich halt wirklich wieder fragen muss, was ist es? Kurz darauf, 3 Minuten später, um 13.39 Uhr, erscheint dann ein völlig anderes Objekt. Es ist lilafarben, auch mehr kantig und eckig, und das gab dann auch wieder den Anlass für weitere Diskussionen, ob diese Objekte irgendwie miteinander zusammenhängen oder nicht. Die einen halten die zwei Objekte für UFOs, für außerirdische Raumschiffe, die Erde verlassen. Andere wiederum für irdische Raketen, die dann das dritte lilafarbene UFO auf den Plan rufen. Sprich, irgendeine geheime Technologie wurde von der Erde aus gestartet, in den Weltraum geschossen, und Beobachter einer fremden Zivilisation, die in der Nähe der Erde sind, hat es so beunruhigt, dass sie dann auch erschienen. Fragt man sich natürlich, warum dieses dann erst 3 Minuten später erschien, nachdem diese zwei Objekte die Erde verlassen haben. Andere spekulierten weiter über eine Art Lasertechnologie, die von den Amerikanern oder von den Russen aus gestartet worden ist. Vielleicht eine Weiterentwicklung des Projekts Star Wars, das ja in den 70er oder 80er Jahren das erste Mal so ans Tageslicht kam. Im Grunde wissen wir es nicht. Wir können mal wieder nur staunen über diese faszinierenden Aufnahmen, den Black Knight oder die angeblichen Aufnahmen,
des Black Knight-Satelliten möchte ich da heute einmal ausklammern. Ich halte es, wie gesagt, wirklich für einen Eiskristall, der dann halt diese typische Spiegelung verursacht. Ja, und damit wären wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos. Lasst mir ein Abo da, wer es noch nicht getan hat. Kommentiert fleißig und liked das Video, falls es euch gefallen hat. Würde mich wirklich sehr freuen. Wie ihr gemerkt habt, habe ich heute wieder freigesprochen. Das Video ist auch etwas kürzer geworden. Ich verabschiede mich in diesem Sinne und wie immer, behaltet die Augen auf und bis zum nächsten Video.